Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Nell und ich möchte gemeinsam mit dir heute eine wunderschöne Tasche von Yves Saint Laurent aufmachen. Wie ich eine Tasche kaufe, warum, wo und wie ich die Schnäppchen schlage, denn ich zahle sehr, sehr ungern den vollen Preis. Darüber wollte ich irgendwann mal ein Video machen. Vielleicht kann ich dir dabei auch helfen, den Preis ein bisschen kleiner zu machen, als er ist, was nicht schädlich ist, denn die Preise steigen so extrem an und die Gehälter leider nicht. Deswegen freut sich, glaube ich, jeder, wenn er ein bisschen sparen kann. Also ich habe wirklich sehr viel gespart beim Kauf dieser Tasche. Ich habe sie bei Breuninger erworben. Jedes Mal, wenn ich mir eine neue Tasche kaufe, denke ich, das ist meine letzte Tasche und ich kaufe mir keine weitere. Diesmal ist es aber definitiv so, denn mit dem Erwerb dieser Tasche ist meine Kollektion vollständig und ab jetzt gucke ich nicht mehr nach Taschen, kaufe mir keine Taschen, genieße einfach, was ich habe. Ah, stimmt nicht. Ich werde immer noch danach gucken, weil ich finde es immer interessant, was rauskommt, aber ich hoffe, ich bleibe wirklich stark und hole mir keine mehr, weil ich brauche einfach auch keine mehr. Ich habe schon für jede Gelegenheit eine Handtasche und das ist in Cognac-Farben, Dark Natural, Mittelbraun, einer meiner Lieblingsfarben. Ich liebe Braun. Ein wunderschönes Wallet on Chain von Yves Saint Laurent mit goldener Hardware und einem Schulterriemen. Ich werde dir alles über diese Tasche erzählen, sie mit anderen Wallets on Chain vergleichen, die ich besitze und die ich nicht besitze. Wir schauen zusammen rein, was da alles reinpasst, wie man das tragen kann, wie man den Schulterriemen verändern kann. Und. Die ganze Hardware, sogar der Druckknopf, leider kein Magnetknopf, sind Gold und auf diesem Druckknopf befindet sich sogar noch eingraviert Yves Saint Laurent. Was ich wunderschön finde, ist das Fischgrätenmuster. Das ist das Chevron Pattern. Das gefällt mir optisch sehr, sehr gut und das fühlt sich auch toll an. Ich mag immer diese Erhebungen und Vertiefungen. Ich bin jemand, der sehr haptisch ist und sehr gerne Sachen berührt. Und ich muss sagen, auch dieses Leder ist wundervoll, denn es fühlt sich großartig an, es sieht toll aus. Und das Schönste ist, es ist ein Kaviarleder. Das bedeutet, es ist extra beschichtet und nicht so empfindlich. Das heißt, man kann es auch kratzen, ohne Kratzspuren zu haben. Natürlich, wenn man zu sehr kratzt, sieht man die Kratzspuren schon. Aber es ist fast unzerstörbar. Und das gefällt mir sehr gut, denn ich bin kein Babysitter für meine Taschen. Für mich sind das Gebrauchsgegenstände, die mein Leben schöner und leichter machen sollen. Ich pflege sie, damit sie so lange wie möglich mich auf meinem Lebensweg begleiten. Aber ich möchte nicht diese Taschen als Museumsartefakte benutzen. Was mir noch sehr gut gefällt, ist die Verarbeitung, die ist großartig. Die ganzen Nähte liegen perfekt, sind symmetrisch. Die ganze Verarbeitung ist einfach luxuriös und optimal auf dem Punkt. Was mir auch sehr gut gefällt, dass die ganzen Kanten von der Tasche als Leder vernäht sind und nicht mit diesem plastik-gummiartigen Glazing bearbeitet wurden. Das kann sich oft im Laufe der Zeit ein bisschen poröser machen und abfallen, dann müsste man es erneuern. Ich habe ganz viele Farben und ein tolles Kit gefunden, wie ich das dann selbst reparieren kann. Nichtsdestotrotz nervt es mich, wenn es geglaste Taschen sind. Ich möchte lieber Taschen, die mit Leder vernäht sind an den Kanten und Enden und Ecken. Es gibt noch einen Schulterriemen. Auch da ist die Hardware, also alle Metallteile sind wirklich Gold. Und oben auf der Kette gibt es noch so einen kleinen Lederanteil. Viele lieben diesen Lederanteil, weil sie sagen, dass es dann bequemer zu tragen sind. Also ich finde auch die Kette perfekt zu tragen. Ich brauche da kein Lederstück. Ich mache mir dann immer Sorgen, weil ich dann denke, oh mein Gott, wenn dieser Lederriemen mal kaputt geht oder ich das Glazing erneuern muss, also diese Beschichtung an den Kanten, das sieht dann vielleicht nicht mehr so gut aus und das passt farblich nicht hundertprozentig. Also mir wäre pure Kette lieber. Was hat die Tasche innen drinnen? Sie hat ein Reißverschlussfach. Ein großes, naja, ein kleines Fach, aber nennen wir es groß. Auf beiden Seiten jeweils 2x3 Kartenfächer. Und das letzte Fach ist ein bisschen größer, durchgehend bis zum Taschenboden. Und dann kann man noch Papiere, Karten oder was auch immer reinstecken. Da hat man ein bisschen mehr Platz. Man könnte dort auch Geldscheine reinstecken. Dieses Fach besteht zum Teil aus Leder, zum Teil aus Stoff, genauso wie die Kartenfächer. Das große Fach besteht vollständig aus Leder, genauso wie das Fach, was mit dem Reißverschluss abgeschlossen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass beim Reißverschluss dieser Reißverschlussschieber nicht aus Leder, sondern wirklich aus Metall bestehen würde. In dieses Reißverschluss verschlossene Fach empfiehlt Yves Saint Laurent, Münzen reinzutun. Ich persönlich mache sie lieber in so kleine separate Schlüsseletuis rein und hier nehme ich irgendwelche Pflaster, also Desinfektionstücher, kleine Prüppchen von Hautpflegeprodukten, Handpflege oder kleine Prüppchen, Haarspangen, solche Sachen, Taschentücher zum Beispiel.
kannst eigentlich überall reinstecken, was du möchtest, so wie es für dich am bequemsten ist. Nur die Sachen, die du wirklich benötigst, weil man hat nicht viel Platz. Diese Tasche besteht aus 100% Kalbsleder, hat eine Höhe von 12 cm, eine Breite von 19 cm und eine Tiefe von 4 cm. Genauso wie die andere graue von Yves Saint Laurent, mit der ich sie jetzt vergleichen werde. Die braune Tasche heißt Chain Wallet, was bedeutet, dass sie aussieht wie ein Briefumschlag und die obere Umschlagskante passt perfekt zu dem Fischgrätenmuster auf der unteren Seite und ich liebe es, wenn die Tasche so perfekt verarbeitet ist. Also wirklich jede Linie passt auf die andere und das ist nicht bei allen Taschen so, da passe ich immer sehr auf, weil mich stört die Optik, wenn sie dann doch nicht übereinstimmt. Beide haben eine robuste Lederoptik, die braune das genarbte Kalbsleder und die graue das Krokodilleder, das einen leichten Beschlag hat, nicht lacklederartig, aber schon so ein bisschen glänzender. Aktuell kostet diese Tasche 995 Euro, Preise steigend. Ich habe sie für 800 bekommen, mit ganz vielen Gutscheincodes. Ebenfalls die graue Tasche besteht aus 100% Kalbsleder, hat diese Krokodiloptik, ist kein Krokodilleder. Die graue Tasche heißt So Kate Wallet on Chain und kostet aktuell 1390 Euro. Ich habe sie auch mit diversen Gutscheincodes und im Sale für unter 800 Euro bekommen. Beide haben gleiche Ausmaße, nämlich Höhe 12 cm, Breite 19 cm, Tiefe 4 cm. Auch wenn die graue ein bisschen breiter aussieht, weil sie schon oft getragen wurde und älter ist. Innen sind beide Taschen gleich gestaltet. Sie haben ein Reißverschlussfach, ein großes Fach, 2x3 Kartenfächer und ein längeres durchgehendes Fach für zum Beispiel Geldscheine hinter den Kartenfächern. Bei beiden Taschen besteht der Reißverschlussschieber aus Leder. Kommen wir zu den Unterschieden. Bei dem Envelope Wallet on Chain sind alle Kanten aus Leder vernäht. Eine einzige untere Kante an den Seiten ist mit diesem Glazing versehen, während bei So Kate, der grauen Handtasche, alle Kanten mit Glazing versehen sind. Bei der grauen Handtasche ist die Hardware aus einem silberfarbenen Metall, bei der braunen Handtasche aus einem goldfarbenen Metall verarbeitet. Bei So Kate ist nach den Buchstaben YSL, dem Logo von Yves Saint Laurent, noch ein Silbertasse mit Imprägnierung auf diesen Yves Saint Laurent eingehalten, während die Envelope-Tasche kein solches Tassel hat. Wenn du also keine Schnürkel und keine verspielten Sachen oder keine Geräusche beim Gehen möchtest, denn dieses Tassel und diese Metallschnüre und Ketten, die da dranhängen, machen immer so ein bisschen Klick-Klack und so kleines Rascheln beim Bewegen. Wenn du das nicht magst, verzichte auf die Soulcate-Tasche und nimm die einfache Envelope-Walk. Die Envelope-Tasche hat einen Druckknopf. Ich finde es nicht immer einfach, den zuzumachen. Man braucht manchmal so ein bisschen Kraft, um den zu schließen. Die Soulcate hat einen Metallverschluss. Das heißt, wenn die beiden Seiten zueinander kommen, verschließt sich die Tasche quasi von selbst, was ich super finde. Ich bilde mir ein, dass durch seinen Metallverschluss man einfach die Hardware und das Leder schont, weil man weniger Druck und weniger Reibkräfte auf das Material einwirken lässt. Ein weiterer optischer Unterschied besteht auf der Vorderseite und zwar bei Soulcate ist es so, dass die vordere Umschlagsfalte der Tasche, also die Seite, die man öffnet, nach oben schieben kann, beinahe die vollständige Vorderfläche bedeckt. Nur 1 cm ist von der Umschlagsfalte nicht bedeckt, während bei der Envelope-Tasche wirklich dieser Briefumschlag diese Form nachempfunden wurde. Und die vordere Umschlagsfalte die Tasche nur zum Teil bedeckt, ungefähr zu 60%, während die andere Seite, Vorderseite frei ist. Und es ist so wunderschön, das anzusehen, wie symmetrisch und perfekt aufeinander abgepasst die Kanten sind. Ich genieße diesen Anblick, weil mir ist das schon oft bei Designer-Luxushandtaschen sogar aufgefallen, dass die Symmetrie nicht immer eingehalten wird. Und das finde ich sehr schade bei solcher Preisklasse. Also Yves Saint Laurent hat das richtig toll gemacht. Du hast gerade gesehen, wie schwierig es für mich war, die Münzen aus dem Schließfach mit dem Reißverschluss rauszuholen. Eigentlich empfiehlt Yves Saint Laurent, die da reinzutun. Ich mache das sehr selten. Eigentlich ist es mir lieber, ein separates Etui dafür zu benutzen, aus einem einfachen Grunde. Die Münzen hinterlassen seinen metallischen Geruch, verfärben das Innenfach und zerstören das im Verlauf der Zeit. Und die Tasche möchte ich so lange haben wie möglich. Sie ist auch teurer. Die kleinen Etuis können sehr günstig bis ein bisschen teurer sein, je nachdem, wo du sie kaufst. Aber auf jeden Fall tut mein Herz weniger weh, wenn die kaputt gehen, als wenn die Tasche mich schneller verlässt, als sie müsste, nur weil ich da Münzen reintue. Welche würde ich nachkaufen? Die braune würde ich auf jeden Fall nachkaufen, so wie sie ist. Und die graue mit dem Tassel wahrscheinlich in schwarz. Aber ich mag sie auch sehr gerne und das Tassel ist beständiger, als ich am Anfang dachte. Und meine dritte Wallet on Chain stammt aus dem Hause Dior und ist in einem wunderschönen Rot.
Kalbsleder gehalten, das genarbt ist. Es ist nicht glänzend, es ist sehr weich und fühlt sich unglaublich gut an. Es hat auch so einen Geräuschmacher, einen Anhänger mit den Buchstaben Dior, jeder einzelne. Und das klimpert immer beim Gehen. Wenn du das nicht magst, kannst du es gerne entfernen. Ich lasse es dran, weil ich es liebe. Die Ränder sind geglazed, also mit diesen Plastikgummiauflagen beschmiert, damit sie resistenter sind, in Schwarz. Es ist Geschmackssache, ich hätte es mir in Rot gewünscht. Ich könnte es eigentlich selbst verändern, wenn ich wollte. Vielleicht, wenn es irgendwann mal kaputt geht. Es ist aber noch nie kaputt gegangen. Von der Größe muss ich sagen, dass es der Yves Saint Laurent Walk sehr ähnelt. Kommen wir zuerst zu den Maßen. Die Dior-Tasche ist 12 cm hoch, genauso wie die Yves Saint Laurent-Tasche. 21 cm breit, das heißt 2 cm länger als die Yves Saint Laurent. Und in der Tiefe hat sie 3 cm, 1 cm weniger als die Yves Saint Laurent Tasche. Sie hat einen Druckknopf und innen drin sieht man als erstes ein abgesetztes Fach, ein Reißverschlussfach, ein großes Fach und dann beidseits je 2 Kartenfächer, also 4 insgesamt. Das ist das alte Modell, das habe ich 2018 für 1050 Euro gekauft. Die aktuellen Modelle haben freiliegende, also rausnehmbare Fächer. Das ist einmal ein Reißverschlussfach und ein Etui mit 8 Kartenfächern und einem aufgesetzten Fach, was ich persönlich toll finde. Und ich würde mir jederzeit eine Dior Walk wieder kaufen. Je nach Farbe und Leder kosten diese Taschen bei Dior aktuell zwischen 1600 und 1950 Euro. Der Schulterriemen ist hier ebenfalls abnehmbar. Was du siehst, sind die D-Ringe, die ganz rausgucken, auch wenn man die Tasche schließt. Man kann sie so ein bisschen reinstecken, aber man sieht sie immer noch. Bei den Yves Saint Laurent Taschen ist das besser gelöst, weil die D-Ringe für den Schulterriemen in der Tasche weiter drin liegen. In puncto Orientär würde ich sagen, dass das gerade so ein bisschen die Tasche beschädigen könnte bei Dior, dass die so außerhalb stehen, weil ich sehe leichte Druckstellen an den Seiten. Wie gesagt, hat die Dior-Tasche einen Druckknopf. Man hat sich das Christian Dior gespart und CD nur eingedruckt, was ich nicht schlimm finde. Ich finde es total schön. Die Fächer bei der Dior-Tasche, also das große Fach, besteht aus Leder. Die Kartenfächer bestehen aus Leder. Und das Innenfach mit dem Reißverschluss ist mit Stoff ausgekleidet, genauso wie bei der Yves Saint Laurent Tasche. Und ebenfalls dieses vordere Fach ist mit Leder und Stoff ausgekleidet, ähnlich wie die Yves Saint Laurent Taschen. Also diese Taschen sind je nach Designer schon sehr, sehr ähnlich gestaltet. Ich finde die Vorderansicht von allen Taschen wunderschön. Bei der Dior Tasche gefällt es mir aber außerordentlich gut, dass diese vordere Umschlagsfalte die Tasche vollständig bedeckt. Ich finde jedes Ledermuster wunderschön auf seine spezielle Art und Weise, das von Dior gefällt mir außerordentlich gut, dieses Carnage-Muster mit den geometrischen, runden und viereckigen Formen, die der Designer Ludwig den 14. Stühlen persönlich nachempfunden hat. Und diese hätten mir auch sehr gut gefallen. Kommen wir nun zu den Schulterriemen. Die sind Gott sei Dank bei jedem Walk abnehmbar, was ich wirklich toll finde. Die fest an den Taschen sind, mag ich gar nicht. Und so eine Tasche würde ich mir auch nicht kaufen, denn ich möchte die Option behalten, sie frei ohne Schulterriemen zu tragen oder mit diesen. Deswegen zum Beispiel habe ich mir das Wallet on Chain von Chanel niemals gekauft, denn dieses hat einen festen Schulterriemen, den man nicht abmachen kann. Jede Kette besitzt Karabinerhaken, die bei jedem Taschenmodell anders aussehen, aber gleich funktionieren und immer an den D-Ringen in der Tasche angebracht werden. Auch die Länge der Schulterriemen unterscheidet sich. Bei Yves Saint Laurent ist das am längsten mit 124 cm, bei Dior 120 cm. Die champagnerfarbene, das helle Gold, ist die Kette von Dior, während Yves Saint Laurent in Silber und dem gelben Gelbgold gehalten ist. Yves Saint Laurent hat noch diesen Schulterriemen-Einsatz für das komfortable Tragen der Tasche. Dieser ist 1 cm breit und 28,5 cm lang. Ich persönlich finde, dass er nicht notwendig ist und habe immer Angst, dass das Glazing kaputt geht oder das Leder und dass er dann nicht hübsch aussieht. Außerdem finde ich nicht, dass er wirklich komfortabler ist oder meine Kleidung mehr schont. Es gibt an der Kleidung immer, wenn man Taschen trägt, so kleine Abreibungen oder es bilden sich Fusseln. Das entsteht bei Kette und bei Lederdetails. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass keiner der Schulterriemen Brandingzeichen hat. Weder ein Logo noch irgendwo was anderes ist angebracht, was kennzeichnet, von welcher Firma dieser Schulterriemen stammt. Andererseits ist es aber auch wiederum gut, denn falls sie wirklich kaputt gehen, kann man sie gnadenlos austauschen gegen ein günstigeres No-Name-Modell. Ich hatte das Gefühl, dass der Schulterriemen von Dior am wenigsten wiegt, aber weil Gefühle täuschen können, habe ich das alles abgewogen. Tatsächlich war es aber so, dass Dior, der Schulterriemen, ein Gewicht
Gewicht von 92 Gramm hatte, der graue von Yves Saint Laurent 132 Gramm und der braun-goldene von Yves Saint Laurent 128 Gramm. Ich war mir sicher, dass die graue Tasche von Yves Saint Laurent am schwersten ist und die rote und braune ungefähr das gleiche wiegen. Und ich habe mich nicht getäuscht. Tatsächlich wiegt die graue Tasche von Yves Saint Laurent 300 Gramm, braune 230 und die rote von Dior 236 Gramm. Meine Handtaschen bewahre ich im Kleiderschrank auf. Ich achte darauf, dass jede zweite in seinem Staubbeutel drin ist, beziehungsweise dass die kleinen und oder empfindlichen Taschen mit dem schönen Leder immer in einem Staubbeutel drin sind. Ich rotiere meine Taschen regelmäßig, das heißt, jede hat ihren Ausgang und bekommt mal frische Luft. Das finde ich auch sehr wichtig, denn ich möchte nur Taschen besitzen, die ich tatsächlich benutze. Auch meine Schulterriemen habe ich jeweils in einem Staubbeutel drin einzeln, in der Hoffnung, dass sie so ganz lange halten und fabelhaft aussehen. Und damit die Taschen ihre Form behalten, verwende ich oft Airpaper. Das ist diese Luftpolsterfolie, die oft mitgeliefert wird, wenn man online irgendetwas bestellt, damit die Sachen sicher zu Hause ankommen. Die schmeiße ich nicht weg, sondern benutze sie tatsächlich, um die Taschen zu befüllen. Und sie halten dadurch wirklich die Form und sehen länger besser aus. Was passt in die Taschen rein? Das wollte ich dir noch unbedingt zeigen, nämlich sehr, sehr wenig. Und ich mag es auch nicht, wenn Taschen so ausgebeult aussehen, weil sie immer viel zu voll gestopft wurden. Außerdem macht das die Taschen auf Dauer auch kaputt. Also versuche ich mich wirklich auf das Nötigste zu konzentrieren und das ist auf jeden Fall mein Handy. Eine Lippenpflege und ein Lippenstift, ein Pröbchen von einer Haut- oder Körpercreme, die ich als Handpflege verwende. Und was nicht fehlen kann, ist ein Pröbchen von einer Eau de Parfum. Natürlich ist ein Handy-Etui, wie ich es habe, von Louis Vuitton, was leider nicht mehr hergestellt wird, ein bisschen Platzverschwendung. Aber ich liebe dieses Handy-Etui und bin total traurig, dass man das nicht mehr kaufen kann, weil es einfach so praktisch ist und man da so viele Sachen verstauen kann. Was ich in das kleine Reißverschlussfach mache, sind keine Münzen. Das mag ich gar nicht, das habe ich schon erzählt, aber ich stecke da sehr gerne ein Taschentuch rein, ein Sack Rotantuch zum Desinfizieren, ein Pflaster, eine Haarspange oder ein Haargummi. In das große Fach kommt neben dem Handy natürlich ein Schlüsseletui. Du kannst selbst entscheiden, welches du bevorzugst und mitnehmen möchtest. Ich nehme in den kleinen Taschen meistens eins mit Reißverschluss, damit da nicht nur die Hausschlüssel drin sind, sondern auch wirklich Münzen und Geldscheine. Die Geldscheine kannst du aber natürlich auch in das hintere lange Fach reinstecken und die Karten kommen natürlich in die Kartenfächer rein. In so kleinen Taschen verwende ich niemals einen Cardholder, ein Kartenetui. Ich finde, das ist Verschwendung von Ressourcen, weil wir haben ja schon die Kartenfächer in der Tasche integriert drin und außerdem ist da so wenig Platz, man muss sich wirklich tausendmal überlegen, was man wirklich mitnimmt und was nicht. Wie du jetzt gerade gesehen hast, nachdem ich das Handy und Etui reingetan habe, ist noch ausreichend Platz an der Seite, für die Pröbchen. Das heißt, ich kann da meine Lippenpflege und oder ein Lippenstift mitbringen oder ein Lipgloss und natürlich eine Creme, die ich dann verwenden kann, wenn meine Hände trocken sind oder meine Beine oder Arme ein bisschen vertrocknet sind oder mein Gesicht und ich brauche ein bisschen Pflege. Deswegen nehme ich immer am liebsten ein Pröbchen von einer La Mer Creme, weil ich die einfach am besten vertrage. Und natürlich ein Eau de Parfum-Prüppchen. Man möchte ja mal gut riechen. Manchmal geht das schief. Und dann braucht man Hilfe von außerhalb. Was ich noch als Tipp geben kann, ist, ich habe ganz viele Tiegelchen von La Mer gesammelt. Alle Prüppchengrößen, die ich jemals erhalten habe. 3, 5, 10 und 15 Milliliter Tiegel. Und die habe ich gut ausgewaschen und aufbewahrt. Und je nach Handtaschengröße verwende ich diese Tiegelchen und befülle sie mit der gewünschten Creme. Und dann habe ich immer was für die Handtasche dabei, ohne dass ich immer diese Prüppchen oder Kleingrößen kaufen muss. Und dadurch versuche ich halt Müll zu sparen und die Umwelt zu schonen und mein Geldbeutel. Denn die kleinen Größen kosten seltsamerweise pro Milliliter viel mehr als die großen Größen. Und hier die Gesichtsmaske. Ich falte sie einmal in der Mitte durch und stecke sie auch in das Reißverschlussfach. Dann ist alles drin, was ich wirklich brauche. Mehr passt dann nicht rein, denn sonst sehen die Taschen so bulky, so ausgebeult aus und das finde ich total unelegant. Und oft ist es so, dass man sich dann denkt, und Sonnenbrille, und die passt dann einfach nicht mehr rein in die Handtasche. Deswegen finde ich es so toll, dass viele Firmen diesen Stoffbeutel geben, den kann man aber auch extra bei DM, überall kann man die eigentlich kaufen oder man kann sie sogar selbst nähen, Halleluja, das geht alles. Und dann kann man die Sonnenbrille reintun in seinen Stoffbeutel, wenn man quasi kein Handy mitnimmt oder kein Etui, dann würde es reinpassen oder man verzichtet auf den Staubbeutel und nimmt sich seine Brillenkette. Ich finde die Brillenketten richtig schick. Ich finde sie modisch, ich finde sie super schön und total praktisch. Indem man sie an die Bügel von der Brille reinsteckt, sind die ganz fest verankert. Besonders wenn man diese Gummiösen ein bisschen fester zieht und keine Angst, wenn die kaputt gehen, die kann man ganz normal ersetzen und einfach nur als Einzelteil oder in Zehnerpack nachkaufen. Durch diese Brillenkette kannst du die Brille mit der Kette um deinen Hals hängen und hast quasi eine
Brillenhalskette. Und wenn du brauchst, kannst du die Brille aufsetzen. Wenn nicht, kannst du sie einfach locker hängen lassen. Ich wollte dir auch zeigen, wie ich die Wallets on Chain trage. Und zwar trage ich sie auch sehr gerne ohne den Schulterriemen, nehme die Kette ab. Deswegen favorisiere ich immer Taschen, wo man das abnehmen und ansetzen kann, wie es einem gerade passt. Das sieht immer sehr elegant aus. Ich finde, das sieht so Kate aus. Kate Middleton trägt diese Taschen so würdevoll und wunderschön. Und ich finde, da kommt die ganze Eleganz dieser Taschen zutage. Es sind im Grunde vergrößerte Portemonnaies, wo wirklich das Allernötigste drin ist. Und man kann es auf Cocktailpartys mitnehmen, wenn man zum Essen geht, zum Konzert, in die Oper, zum Ballett, ins Theater, wenn man ein paar Freunde trifft, wo es überall so ein bisschen schicker ist. Es muss nicht ganz schick sein, aber überall passen diese Taschen rein. Ich habe es sehr gerne, wenn diese Taschen sich farblich den Outfits anpassen. Deswegen habe ich grundsätzlich von den meisten Taschenarten immer eine in Rot, in Schwarz, in Beige und in Braun. Die graue Tasche ist eine Ausnahme. Ich werde diese Farbe nie wieder kaufen, weil das macht immer sehr viel Stress mit den anderen Accessoires, zum Beispiel mit Schuhen. Und ich mag das immer sehr gerne, wenn alles aufeinander angepasst ist. Manchmal auch nicht, aber des Öfteren schon. Deswegen grau ist eine Ausnahme und wird nicht wiederholt. Ich wollte dir noch eine andere Tragevariante zeigen und dazu nehme ich die Tasche in die Hand. Drehe die Kette über Kreuz, so dass ein Anteil des Schulterriemens ins Tascheninnere gelangt, zum Beispiel der Lederanteil, und verschließe die Tasche. Man könnte das auch natürlich mit Schleifen oder irgendwelchen Klammern festmachen, dass das wirklich so bleibt, aber ich finde, das reicht absolut aus. Das kann man so ein bisschen anpassen, dass es optisch hübscher aussieht, und dadurch halbiere oder verkürze ich den Schulterriemen extrem. Das heißt, für kleinere, schmale Menschen ist das eine sehr angenehme Art, die Tasche zu tragen. Ich trage sie so selten, aber manchmal benutze ich das wirklich oder verkürze sie noch mehr und trage sie quasi nur in der Hand. Halte aber dabei nicht die Tasche, sondern den extrem verkürzten Schulterriemen oder packe sie einfach über den Ellenbogen und trage sie so ganz locker. Ich finde, es ist eine sehr angenehme Variante. Man kann natürlich den Schulterriemen in voller Länge verwenden und die Tasche Crossbody oder über der Schulter tragen. Crossbody wird sie natürlich ein bisschen kürzer von der Hängeart an der Seite. Wenn man sie direkt über die Schulter als Schultertasche trägt, wird sie ein bisschen länger. Das heißt, das kann man auch anpassen, je nachdem, wie groß man ist oder welches Bedürfnis man gerade hat. Diese Crossbody-Variante finde ich sehr sicher und angenehm. Es ist eigentlich meine liebste Art, eine Tasche zu tragen. Jetzt zeige ich dir die Tasche noch einmal als Schultertasche, ganz locker über die Schulter gehangen. Und du siehst deutlich, sie hängt viel tiefer als bei der Crossbody-Variante. Das heißt, wenn du vielleicht nicht so groß bist, kann es sein, dass die Wirkung erzielt wird, dass die Tasche über den Boden schleift. Ich würde das eher bei großen Menschen als Tragevariante empfehlen. Oder, wenn du magst, auch so, lass dich nicht von irgendetwas einschränken. Trag die Sachen so, wie sie für dich gut sind, bequem sind und wie du dich wohlfühlst. Falls eine von diesen Taschen jemals kaputt gehen sollte, was ich nicht hoffe, würde ich den Ersatz natürlich zuerst bei Dior und Yves Saint Laurent suchen. Ich finde, das sind die schönsten Walktaschen und Preis-Leistung stimmt. Ich würde aber auch vielleicht noch zu Balenciaga, Burberry, Bulgari, Ferragamo, Givenchy oder Mulberry gehen. Auch dort finde ich Preis-Leistungs-Verhältnis sehr angemessen. Ich wollte dir aber noch mehr Tragevarianten zeigen. Es gibt noch ganz, ganz viele, die du dir selbst ausdenken kannst. Die andere, da überkreuze ich einfach beim Öffnen der Taschen den Schulterriemen von beiden Seiten einmal. Man kann das auch mehrfach machen. Ich mache es einmal und dadurch verkürze ich den Schulterriemen ein bisschen, nicht ganz so extrem, und habe dann eine Tasche, die nicht ganz so tief hängt. Ich finde auch diese Tragevariante über der Schulter sehr angenehm. Am besten zeige ich dir, wie das aussieht, wenn man den Schulterriemen verkürzt, indem man die Tasche öffnet und den Schulterriemen von der rechten auf die linke Seite legt und von der linken auf die rechte. Du siehst also, die Tasche hängt deutlich höher, wenn man den Schulterriemen verkürzt, im Gegensatz zu der unverkürzten Variante. Die braune Tasche hat den Schulterriemen in Originallänge, die graue mit der verkürzten Länge. Und zum Schluss zeige ich dir auch alle Tragevarianten bei der Dior-Tasche. Die hat ja einen Schulterriemen, der etwas kürzer ist, um 4 cm. Der ist nur 120 cm lang. Das heißt, sie hängt nicht so tief. Ich zeige dir das im Vergleich. Mal um die Schulter einmal die Yves Saint Laurent Tasche, Schulterriemen 124 cm und einmal die Dior Tasche 120 cm. Und wie du siehst, können manchmal 4 cm wirklich einen großen Unterschied machen. Natürlich kannst du auch bei der Dior Tasche mit dem Schulterriemen unterschiedlich kreuzen, falten, drehen, damit die Tasche unterschiedlich tief hängt oder ein bisschen höher sitzt oder tiefer, so wie du es gerade brauchst oder wie du es gerne trägst.
trägst. Du kannst auch dich dafür entscheiden, einen anderen Schulterriemen einzusetzen. Es gibt wunderschöne bei Etsy und Amazon, ganz vielen Bastelläden. Du kannst auch einen Schulterriemen aus Perlen selbst basteln, Karabinerhaken dazu kaufen, aus Halstüchern, aus Tüchern, aus Halsketten. Es gibt wirklich keine Grenzen. Sei kreativ und mach die Tasche zu deiner eigenen Tasche. Das macht am meisten Spaß, finde ich. Du kannst den Schulterriemen auch extrem verkürzen und die Tasche quasi als Henkeltasche in der Hand tragen. Ich finde das auch immer total niedlich. Und du kannst dafür sorgen, dass ein Teil des Schulterriemens frei herumhängt und quasi wie sein Schmuckbesatz die Tasche ein bisschen verschönert und sie luxuriöser, pompöser macht. Du kannst auch natürlich eine kleine Kette bauen und sie als Schmuckkette für die Tasche verwenden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal fließen bei meinem Kopf so viele Ideen. Ich finde es schön, wie viele Möglichkeiten für Kreativität es eigentlich gibt. Man muss sie nur ergreifen, dann ist das Leben wunderschön. Was noch wunderschön ist, das ist mir erst wirklich in diesem Video aufgefallen, wie heftig diese Schulterriemen, diese Ketten eigentlich glitzern. Ich genieße das. Falls du noch irgendwelche Fragen zu den Taschen hast, nur zu. Ich bin da. Ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist und wünsche dir einen wunderschönen Tag, den du genießen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!